Ja, hallihallo meine Lieben und einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ich bin mit dem lieben Mogli auf unserer mittaglichen Spaziergangrunde. Wir sind unterwegs heute mal wieder zu den Fischerteichen und ich nehme euch heute wieder mit. Das Wetter, ja, lass mal schauen, boah, bewölkt, trübe und regnerisch. Gestern war ja ein grandioses Wetter, Freunde. Die Sonne hat gescheint, es war strahlend blauer Himmel. Zwischendrin waren mal so ein paar schöne weiße Wolken zu sehen. Ja. Aber es war frisch. Es war nicht wirklich warm. Ja, also der Herbst ist jetzt da. Es wird kälter. Ja, und es ist halt auch gefühlt viel kälter, weil man einfach momentan ja, diese Wärme so gewöhnt ist. Und dann ist natürlich 15 Grad auch mal schnell kalt, ne? Obwohl es eigentlich gar nicht so kalt ist. Ich habe da vorne gerade jemand laufen sehen und ich höre auch Stimmen. Ja, da ist auch ein Hund dabei. Den hat er nicht entdeckt. Doch mal ganz gut so, glaube ich. Jetzt hat er ihn entdeckt. Typisch Mogli. Ne? Typisch Mogli. Da vorne läuft der Hund. Mogli steht hier und bellt wie ein Irrer. Mogli, nein! Das ist halt so typisch Mogli. Ja, typisch Mogli. Und wenn ich das irgendwann mal wegbekomme, ey, das ist so... Oh. Das wäre so ein Träumchen, Freunde. Das wäre so ein Träumchen. Ich dachte mir jetzt einfach mal, ich bleib mal stehen und sag gar nichts. Mach gar nichts. Lass ihn einfach mal in Ruhe bellen. Ja? Soll er hier mal ein bisschen schnüffeln? Wir warten mal, bis sie ein Stück gegangen sind. Dann laufen wir jetzt auch den Weg entlang. Ah, das ist so wirklich typisch. So eine kleine Fußhube. Weißt du, immer so ein großer Gosch. Hat er immer so ein großes Mundwerk, hat er. Nichts dahinter. Hier stehen immer noch diese Schilder, ne? Für, damit, dass man kein Wasser entnehmen darf hier. Guck mal, was es hier hat. Schaut mal. Das ist eine... war eine wilde Erdbeere. Hihi. Eine wilde Erdbeere, ja, und hier unser Bächlein, ja, wunderschön, und da haben sie wieder irgendwelche Sachen reingeworfen, reingestellt, die Leute, also manche Leute sind so ein bisschen, naja, muss man manchmal nichts dazu sagen, oder, aber das Wasser schafft sich schon seinen Weg dadurch, ja, es wird sich schon verbreiten, wird er da hinten auch weiter durchfließen, mal gucken. Gott sei Dank regnet es gerade nicht, es hat den ganzen Tag geregnet und er hat später hat so ganz leicht genieselt. Ja. Bin mal gespannt, wie er sich verhält, sollten wir den Leuten doch dementsprechend begegnen. Gut, viele sagen einfach auch, ne, es ist noch ein sehr junger Hund, der muss das alles erst noch lernen, der muss verstehen, hey, das ist nichts Gefährliches, andere Hunde tun mir nichts, die machen nichts, ja, sie sollten mir eigentlich scheißegal sein, ne. Er ist jetzt ein Jahr, also so viel kann man halt, Mogli, komm, von ihm jetzt auch nicht erwarten. Ne, das sei super toll, toll. Und schaut euch das mal bitte an. Seht ihr das? Das war mal ein großer Baum. Ja, da. Das war mal ein großer Baum und aus diesem großen Baum kommen an der Seite jetzt ganz, ganz viele Äste raus, neue Äste. Ja, und da wächst jetzt tatsächlich ein
Ja, Baum, Busch. Weiß gar nicht, was das wird. Ob es ein Baum wird, ein Busch. Auf jeden Fall wächst da wieder was. Ne? So macht sich die Natur gewisse Dinge wieder zu nutzen. Samen draufgefallen und hat Nährboden an dem Baumstamm gefunden und es wächst ein neues Bäumchen oder Büschchen draus. Finde ich immer wieder schön, sowas zu sehen. Und man merkt, dass er jetzt an einen Hund riecht, weil er jetzt immer anfängt zu scharren. Das macht er meistens dann, wenn er Pipi macht, also ne, markiert. Und markiert auf eine Stelle, wo jetzt gerade frisch von einem anderen Tier markiert worden ist. Dann macht er das. Hat der Hundetrainer das gesagt, machen den oft die Hunde da an den Stellen, wo halt, ne, wo es halt besonders gut riecht oder besonders frisch riecht. Und hier ist halt mal Hundekacke, die schon etwas länger liegt. Ja, widerlich, einfach nur widerlich. Ich muss ganz ehrlich dazu gestehen, ich bin letztens abends mit Mogli unterwegs gewesen und er hat wohin gekackert und ich habe die Kacke nicht mehr gefunden. Habe mir aber so ungefähr die Stelle gemerkt und am nächsten Morgen, wo ich dann wieder gegangen bin, bin ich an der Stelle vorbeigelaufen, habe nochmal geguckt bei Tageslicht und ich habe sie tatsächlich gefunden, Freunde. Und ich habe sie sogar weggemacht, ja. Ich habe sie weggemacht, weil ich es einfach ekelhaft finde, wenn man seine Scheiße irgendwo liegen lässt, ja. Macht nicht unbedingt jeder, ich mache es, ja. Und apropos Kacken, Mogli macht. So, ich stelle euch einfach mal hier kurz hin. Hier liegt übrigens auch Hundekacke, die schon länger liegt. Sieht man an der Farbe, ja. So, ich mache das mal hier schnell hin. So, wo hat es hingekackt? Du sollst es nicht verstreicheln. Da ist er. Jetzt hat er wieder so gescharrt, dass ich die Scheiße fast nicht gesehen habe, Freunde. Es hat gerade richtig tolles Wetter, so zum Spazieren gehen, weil es halt nicht so wirklich heiß ist. Und es regnet halt einfach gerade auch nicht. Und es ist nicht so kalt. Also beides nicht. Nicht warm und nicht kalt. Ne? Es ist so angenehm. Und die Luft ist halt durch den Regen auch richtig, richtig schön angenehm. Und endlich haben die Bäume und die Pflanzen wieder ihre Flüssigkeit, ja, ihr Wasser. Weil die mussten jetzt sehr, sehr lange ohne auskommen. Und da ist sehr viel auch vertrocknet. Aber die Herbstblätter fallen ja eh nach und nach jetzt langsam runter. Spätestens im Oktober, ne, ist hier alles, und Oktober ist ja bald, ist hier alles dann gefärbt in den schönsten Farben. Und ich freue mich schon mega drauf, wenn wir dann hier spazieren gehen oder in unserem Wäldchen und das Ganze im Herbst uns anschauen können, beobachten können. Das wird bestimmt richtig toll. Und ich hätte Mogli jetzt auch laufen lassen, würde ich nicht wissen, dass da vorne ein anderer Hund ist. Weil Mogli würde da sofort hinlaufen. Und dann hört er nicht mehr auf mich. Das ist er das. Er hört wirklich, Freunde, er hört ohne Probleme, wenn ich weiß, es ist kein anderer Hund in der Nähe. Ja? Oder er läuft mit mir so. Er hört wirklich, er kommt auch wieder zurück. Aber wenn halt irgendwas kommt, was ihn triggert, was ihn Angst macht, wo er das Gefühl hat, so, hey, da muss ich jetzt unbedingt hin und ich muss unbedingt sagen, wer ich bin und wie groß ich bin und wie stark ich bin, ja, dann ist vorbei bei ihm. Dann ist halt einfach vorbei. Und das ist das, was wir ihm nach und nach beibringen müssen, dass das nicht in Ordnung ist, ja, dass es bei Frauchen am schönsten ist und dass man, wenn man zu Frauchen zurückkommt, wenn sie ruft, dass das Tollste ist, ja, was man tun kann. Ja. Und das natürlich auch ohne Leine. Ja, nicht nur mit Leine, sondern auch ohne Leine. Weil wenn ich ihn jetzt, pass mal auf, es ist er relativ weit vorne, so, wenn ich mich jetzt runterknie, ich habe hier auch natürlich Leckerlis in der Tasche, ja, wie immer. Mogli, komm her! Ja, komm her! Ja, fein, super! Super, seht ihr? Fein, super. Und lauf. Habt ihr gesehen? Also er kommt dann. Das ist ja das. Er kommt. Ja? Aber nur solange er nichts anderes sieht. Wenn er jetzt einen anderen Hund sehen würde, würde er nicht mehr auf mich hören in dem Moment. Ja? Es ist egal, wie groß der Hund ist. Ja? Das ist dann für ihn in dem Moment, oh, hallo, ich bin Mogli, ich will spielen, ich will zeigen, wer ich bin, wie groß ich bin, was ich kann,
Ne? Und dann kommt der Hund auf ihn zu. Ja, tut vielleicht gar nichts. Ja? Aber Mowgli bellt halt weiter, kommt dann zurück voller der Angst. Ja? Rennt weg, geht wieder hin. Rennt weg, geht wieder hin. Ja? Aber, ne? Also er macht nichts. Er würde nichts machen. Ja? Aber das Ding ist halt, die Frage ist, wie reagiert in diesem Moment, wenn Mowgli das tut, der andere Hund da drauf? Ja? Wird der aggressiv? Ja? Interessiert es ihn gar nicht? Ja? Er lässt es mit sich ergehen? Ne? Das ist halt immer so eine Frage. Und das weiß halt keiner vorher. Ich weiß es nicht vorher. Ja? Und der andere Hundebesitzer weiß ja auch nicht, wie mein Hund reagiert. Ne? Oder wie die beiden zusammen reagieren. Deshalb ist es immer so eine schwierige Sache. So ein bisschen kritisch. Ja, ist halt einfach schwierig da. Solange ich nicht weiß, dass ich meinen Hund wieder zurückrufen kann, dass er auch kommt und hört und bei mir bleibt, ja, mache ich sowas nicht. Weil so ein großer Hund, ja, der schnappt einmal nach Mowgli oder holt einmal kräftig aus und mein Hund hat ein blutiges Ohr oder ist irgendwie anderweitig verletzt, ja, und das wäre halt richtig scheiße. Ja. Das wäre halt einfach richtig kacke. Da müsste man zum Tierarzt fahren und man hätte halt einfach den Salat. Ne? Und im Endeffekt wäre ich dran schuld, weil mein Hund läuft frei von der Leine und ich weiß nicht, und ich konnte ihn nicht mehr zurückrufen. Ne? Das muss man halt einfach auch bedenken. Ja? Also wie beim Autofahren. Wenn man beim Autofahren einen Unfall macht, ja? Man missachtet zum Beispiel rechts vor links, ne? Obwohl man es gewusst hat, ja, Pech. Bist du schuld, ne? Kommst du für den Schaden auf, deine Versicherung zahlt nicht. Ja. Ist bei Hunden nicht anders. Ne? Gut, ich weiß, dass Mowgli jetzt nicht wirklich was tun würde. Ja? Mowgli würde eher abhauen, weil Mowgli ist ein Abhauer, der hat Angst. Ja? Aber trotzdem, ich will es halt nicht riskieren. Ne? Solange wir das nicht ganz toll im Griff haben, riskieren wir das auch nicht. Und da fährt die S-Bahn vorbei. Sind wir wieder gleich unten bei den schönen Fischerteichen. Bin mal gespannt, wie die jetzt aussehen, ob sich da ein bisschen was verändert hat. Bin ich schon lange nicht mehr lang gelaufen hier. Ist wieder lange, lange Zeit her. Ich war letzter Zeit oben im Waldchen unterwegs. Dann war ich wieder mit meiner Mutter mal unterwegs in einem anderen Wald. Oh, da hört man die Vögel, die Enten und die nächste S-Bahn in die andere Richtung. Ja, mit meiner Mutter war ich ein paar Mal unterwegs. Und ja, ich weiß, ne? Nehmt uns doch öfter wieder mit, ich nehme euch öfter wieder mit und ich nehme euch nochmal öfter wieder mit. Und dann nehme ich euch doch nicht so oft mit. Aber so bleibt es auch so was Besonderes, Freunde, oder? Wenn ihr wisst, hey, es kommt jetzt jede Woche ein Spaziergang-Video raus, so, ja, dann freut ihr euch da drauf. Ja? Und dann passiert es nicht. So. Ist ja auch schade. Ne? Oder wenn ich sage, jeden zweiten Tag kommt eins raus und es kommt nicht. Ist ja auch scheiße. So wie mit Atlas-Folgen. Sage ich, hey, jeden Abend um 20 Uhr kommt eine Folge Atlas raus. Ja. Außer wir beenden das irgendwann mal, ne? So. Aber aktuell ist das so. Jeden Tag, 20 Uhr, eine Folge Atlas. Ja. Und auf einmal kommt keine Folge Atlas. Und keiner weiß warum. Ihr habt euch darauf gefreut. Hey, da kommt eine Folge Atlas. Und auf einmal kommt sie nicht. Ist ja auch schade. Ne? Deshalb sage ich das bei diesen Videos einfach nicht, weil ich nie weiß, nehme ich heute auf, nehme ich nicht auf. Oder ich habe aufgenommen und denke mir so, ne. Also den Scheiß kannst du nicht hochladen. Das lässt du. Ja. Oder ich vergesse einfach hochzuladen. Oder mein Internet ist so scheiße und es funktioniert einfach nicht. Und es kommt erst am nächsten Tag. Oder es funktioniert gar nicht. Ja. Dann ist das auch doof. Ne? Deshalb sage ich immer, hey, wenn es klappt, nehme ich euch mit. Wenn es klappt, lade ich es hoch. Ja. Und wenn halt nicht, dann ist es halt nicht so. Ja. Ich laufe halt auch gerne mal einfach Spaziergangrunden, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit so wie hier jetzt am Labern bin. Ja. Wir machen ja auch öfters mal dann Trainingsspaziergangrunden, also wo wir wirklich üben, trainieren. Ja.
einfach damit Mowgli auch gewisse Dinge lernt, ja, damit er gewisse Dinge übt, ja, die jetzt auch mittlerweile wirklich sehr gut klappen. Ne? Und da ist wieder ein Fischreiher da oben. Seht ihr das? Da oben an der Tanne. Auf der Tanne sitzt er. Sieht man hier halt auch immer öfter so, ne? Gerade um die Zeit. Der ist natürlich jetzt, sind die weggeflogen, weil wir jetzt hier gekommen sind. War richtig schön. Versuch mal ein bisschen. Mucki rennt gerade. Muss man hier kurz hinhalten. Schaut mal da. Versuch mal ein bisschen ran zu zoomen. Ja, jetzt habe ich das. Da zoomen hier. Schaut. Da sitzt er. Richtig schönes Tier, ne? Ein richtig hübsches Tier. Man sieht sowas leider viel zu selten in der freien Wildbahn. Viele Menschen sind es auch gar nicht mehr, weil sie wenig draußen sind, wenig spazieren gehen, wenig unterwegs sind. Ne? Ich sage wirklich immer noch, Mowgli ist das Beste, was mir je passieren konnte. Ich habe mittlerweile so viele Dinge gesehen, die ich sonst nie gesehen hätte, ja? Weil ich nie irgendwie jetzt großartig spazieren gegangen wäre. So Freunde, jetzt testen wir mal. Mowgli, komm mal her. Komm her. Komm her. So, ist brav. Ja, schöner Fuß. Seht ihr, wie brav er sich schon hingesetzt hat? So, jetzt mache ich mal kurz die Leine. Mache ich mal ganz kurz fest. Muss euch gerade mal ein bisschen rumschleudern, tut mir leid. So, die lege ich jetzt mal hier hin. So, Mowgli, Platz. Mach Platz, Mowgli, Platz. Moment. Das klappt manchmal noch nicht mit Leckerli, vor allem wenn der Boden nass ist. Warum soll ich mich jetzt in den nassen Boden legen? Mowgli, Platz. So ist brav. Bleib. Bleib. So. Und wir laufen jetzt hier hinten zu dem Mülleimer. Schmeißen da unser Tütchen rein. Und wie ihr sehen könnt, er liegt immer noch. Mowgli liegt immer noch im Platz. Sitz. Fein. Super. Jetzt hat er sich hingesetzt. Fein hast du das gemacht. Ja, fein. Hier mal das Männchen. Fein. Super. Oh, jetzt willst du auch was, ne? Jetzt willst du auch was. Gib mir Pfote. Gib mir Pfote. Andere Pfote. Andere. Ja, fein. Super. Da. Also, ne, das sind solche Trainingssachen, die ich immer wieder mit ihm mache. Immer wieder mit ihm übe. Aber wenn ich jetzt euch nicht dabei habe, halt noch viel, viel mehr. Ja, dann sind wir die ganze Zeit am Trainieren, üben. Es gibt so Spaziergangrunden. Das ist Vogelscheiße. Also ich nehme mal an, dass das von dem da ist. Der da oben sitzt. Der da oben. Ich zoome noch mal ran. Wunderschönes Tier. Hat Mowgli gerade geschüttelt. Wunderschönes Tier. Ach, einfach traumhaft, oder? Und Mowgli hat den Stock gefunden da. Schön drauf rumbeißen, kauen. Das sind halt die Fischerteiche. Ne? Da sieht man sowas des Öfteren. Ja? Aber wie gesagt, ohne Mowgli hätte ich all das verpasst. Und es ist einfach ultimativ schön, vor allem wie einen die Natur einfach auch runterbringen kann. Ja? So von diesem ganzen Stress, den man oftmals hat, diesen ganzen Lärm, den man um sich hat, tagtäglich, ja? Da kann einen die Natur so schön runterbringen. Klar, man hört jetzt diese Autos im Hintergrund, ne?
oder mal hier den Zug so. Aber Zug höre ich fast gar nicht mehr. Ja, ich nehme ihn wahr. Ja, ich weiß, er kommt oder so. Aber es ist nichts, was ich jetzt mehr als störend empfinde, weil ich es einfach gewohnt bin, weil ich ja in der Nähe von der Bahnlinie wohne. Also man hört ihn halt einfach. Aber es ist egal. Ja? Es ist einem egal, wenn man es einfach nicht mehr so extrem hört, wie, ne, wenn man jetzt... Ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt zu jemandem kommen würde, ja, der zum Beispiel die Flugschneise da in der Nähe hat, der würde sagen, ey, oh Gott, das ist aber voll laut bei euch, ne? Wirst du aber da 2-3 Wochen sein, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr hören, wenn du es gar nicht mehr wahrnimmst. Und da ist Mowgli mal reingefallen. Ne? So wie jetzt auch den Zug. Ich habe ihn gehört, ne? Aber man nimmt es gar nicht mehr so wahr. Ja? Und das ist die Sache auch mit der Natur. Umso mehr man unterwegs ist, spazieren geht, ja, an der frischen Luft ist, in der Natur ist, man nimmt einfach oft auch dann nur noch diese Geräusche wahr, die man in der Natur hört, und die anderen blendet man einfach aus. Hier, den Vogel. Hört einfach mal diesem Vogel zu, lauscht ihm. Und blendet die anderen Geräusche einfach mal komplett aus. Im Hintergrund. Einfach nur diesem Vogel lauschen. Dem Vogelgezwitscher. Man wartet einfach regelrecht drauf. Man lauscht einfach und man hört nichts mehr. Man konzentriert sich nur auf dieses Gezwitscher. Ja? Man wartet einfach drauf, dass dieses Gezwitscher nochmal kommt. Also geht es mir jedenfalls. Ne? Und das liebe ich einfach an der Natur. Zu sehen, wie es wächst. Ja? Zu sehen, wie sich die Natur immer wieder verändert. Ja? Wie aus kaputten Dingen neue entstehen. Neues Leben entsteht, ja? Wie sich ein Baum verändert im Laufe der Zeit. Man sieht Enten, man sieht Fischreiher, man sieht einfach so viele Tiere, Rehe, ja? Vögel, alles. Man muss einfach nur geduldig sein und nicht erwarten, dass gleich, wenn man beim ersten Mal spazieren geht, man alles entdeckt hat oder alles sieht. Nein, immer wieder gehen. Und irgendwann begegnet man dann Tieren, denen man vorher noch nie begegnet ist, die man noch nie in freier Wildbahn gesehen hat. Ja. Und das ist dann einfach ein ganz besonderes Erlebnis. Und selbst wenn man jetzt keinen Hund, also selbst wenn ich glaube, keinen Hund hätte, ja, ich würde trotzdem schauen, dass ich spazieren gehen würde. Ja, ich hoffe mal natürlich, dass das so schnell nicht passiert, weil Mowgli einfach immer noch das Beste ist, was mir passiert ist. Nur deshalb hoffe ich, dass er so lange wie möglich noch lebt. Er lebt ja auch noch lange, also er ist noch ein junger Hund. Ja, also er ist ein Jahr, wie gesagt. Also ich erwarte nicht, dass er so schnell stirbt. Ja. Oder meine Katzen. Ja, ich liebe meine Katzen über alles. Ja. Wobei ich mit meinen Katzen natürlich nicht raus kann. Also mache ich nicht. Ja, meine Katzen kann jeder Besitzer machen, wie er möchte. Man kann mit einer Katze klar rausgehen, laufen gehen, spazieren gehen. Aber ich mache es mit meinen nicht. Ja, meine dürfen ab und zu mal in den Garten. Aber die möchten das auch gar nicht so. Die sind das gewohnt, drin zu sein, Wohnungskatzen. Und mal die Vögel ab und zu beobachten. Vom Balkon aus oder im Garten mal ein bisschen rumspringen mit der Leine. Ne? Gerade im Sommer haben wir das öfters mal gemacht. Aber mehr ist er auch nicht. Mein Kater fühlt sich da nicht so wohl. Der will dann immer wieder rein. Dem ist es zu unsicher. Und meine Katze, ja, die braucht eh meistens immer Ewigkeiten, bis sie dann sich mal traut. Ja. Und mir ist halt auch zu gefährlich. Wegen der Straße und ja. Ich weiß einfach, wie die Autofahrer aufpassen. Ja, und wie viele Katzen schon gestorben sind, deswegen, weil die Autofahrer halt so super toll aufpassen, ja, nämlich gar nicht, ist mir das einfach, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Das lassen wir lieber. Oh.
musste ich gerade kurz gehen. Sitzt wieder in der Nette her. Zum Unterhalten. Das ist einer, der dem die Fischerhütte gehört, der dafür einen Schlüssel hat. Der vom Fischerverein. Und die sitzen da ja immer und machen ihr Biergränzchen, sag ich immer. Und ab und zu unterhalte ich mich auch mal mit denen ganz nett. Oh. Und hier wurde auch ein bisschen freigelegt. Ich weiß nicht, was da kommt, aber hier seht ihr, sind überall noch diese umgeknickten Bäume. Ist alles noch von dem Sturm Sabine gewesen. Das ist ja auch schon jetzt ein Weilchen her, aber es sind immer noch die Auswirkungen zu sehen. Na, alles wurde noch nicht entfernt, weggeräumt. Muss man auch gar nicht. Wie gesagt, die Natur, man sieht's, ja, holt sich ihr Revier schon zurück. Ja. Da war mal ein Zaun rum und der Zaun ist so fast wie verschwunden hier. Man sieht noch ganz leicht da die Gitterstäbe so ein bisschen und das Tor, klar. Aber der Rest hier wurde entfernt. Ne? Da. Aber die Natur hat sich trotzdem einen Weg gebahnt. Oder hier, schaut euch mal den Baum an. Ja? Der Baum ist eigentlich kaputt. Ja? Er ist kaputt. Ne? So, wenn man jetzt ein bisschen weiter nach oben guckt, trotzdem ist in diesem Baum noch Leben. Ja, also die Natur, das macht die Natur von alleine. Die Natur holt sich, die Natur nimmt und die Natur gibt. Mowgli, komm, auf, komm. Mama will an gewissen Stellen echt lange schnüffeln, ne? Das mag ich ja nicht so, wenn er sich ewig lange an einer Stelle aufhängt. Das mag ich nicht so. Ja, das ist die Natur. Ein Geben und ein Nehmen. Ein Sterben und ein neues Leben. Auch hier der Baum, ne? Der ist eigentlich kaputt. Ja, aber irgendwie blüht er dennoch. Ein bisschen. Wenigstens an gewissen Stellen. Man weiß nicht, ob er irgendwann umfällt, ja, und darauf neues Leben entsteht. Wir werden es weiter beobachten. Oder der Baum hier ist eigentlich auch kaputt. Aber trotzdem trägt er noch Früchte. Trotzdem lebt er noch. Ja. Wir werden einfach das weiter beobachten. Und wir werden schauen, wie die Bäume sich im Laufe der Zeit hier verändern. Ja. Ich bin gespannt. Auch hier ein Baum, der etwas krumm gewachsen ist. Seht ihr das? Der ist hier richtig krumm gewachsen, der ist abgebrochen. Ja, ja. Und ich muss schon wieder gehen. Oh Gott. Bin leicht müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute. Vor allem die Natur, ne? Die macht dann einen einfach auch. So dieses. Ich komme da halt, ich fahre halt echt runter. Ich werde halt so richtig ein bisschen entspannt. Ne? Hier ist eine Raupe. So. Bitte? Ja. Mittendrin. Sie salzt sich gerade von dem Baum ab. Und die haben sie halt auch schön alles weggemacht. Da sieht man jetzt wunderschön das Bächlein. Und man kann ihm halt einfach lauschen. Ne? Für Leute, die jetzt auf Toilette müssen, ja, kenne ich das Gefühl. Musste ich am Anfang auch, aber mittlerweile nicht mehr. Vor allem, ich war vorher, bevor ich die Spaziergangrunde angetreten habe, war ich nochmal schnell Pipi machen, weil mir passiert echt häufig, dass ich, hey, komm, Mowgli, wir gehen Gassi, so, sind los, weißt du. Und dann bin ich gerade ein paar Meter gelaufen und denke so, scheiße, Mann, musst du jetzt dringend Pipi, ne? Und ja, ich kann mich nicht einfach so in den Wald setzen wie er und einfach mal Pipi machen. Nee, nee, das geht nicht. So, da kommt jetzt ein Auto.
Gucken wir mal ganz kurz auf die Seite hier. Da vorne ist eine kleine Nische, da können wir uns hinstellen. Mogli, auf Fuß. Auf Fuß, komm. Auf Fuß. Fuß. Sitz. Fein und bleiben. Hier sitzt er. Bleiben. Schön bleib. Bleiben. Schön bleiben. Bleib. Ja, super hast du das gemacht. Ja, super. Fein. Bravo, mein Schatz. Fein, Mogli. Ganz fein, ja. Und lauf. Er bleibt dann wirklich so lange sitzen, ne, bis ich ihm das Kommando gebe. Das hat auch sehr lange gedauert, bis wir das drin hatten. Es klappt, manchmal klappt es immer noch nicht, ja, aber in den besten Fällen klappt es. Und das hier finde ich auch ganz schön. Schaut mal. Ist das nicht süß? Hier mit der Bank. Und da haben sie halt einfach dann so einen kleinen Weg rüber gemacht auf die andere Seite, übers Wasser drüber mit Steinen. Finde ich ganz süß, ja. Gefällt mir, finde ich gut. Finde ich echt süß so. Sind dann auch Kinder, die halt hier öfter mal spielen in den Gärten, weil hier auf der anderen Seite drüben sind ja so ein paar vereinzelte Gärten. Ja. Ist eigentlich ganz schön. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich mir hier vielleicht mal ein kleines Gärtchen kaufen soll. Aber wir haben ja wir haben ein sehr großes Haus, ja, wir haben einen Garten. Also eigentlich brauche ich das ja nicht. Aber ihr wisst ja, wie das mein Traum einfach ist, am Wasser zu wohnen. Ja? An einem Bach, an einem Fluss, an einem See, am Meer, ist mir nicht egal. Ja? Halt da, wo ich halt hingehe und sage, boah, geil. Da würde es mir gefallen, da würde ich es machen. Ne? Und man kann ja auch mit so einem kleinen Garten anfangen. Ne? So einem kleinen süßen Garten, mit so einem kleinen Streberhäuschen. Ja? Oder so einem Streberhäuschen, wo man halt eine Küche drin hat. Ein Schlafzimmer, ne, also so ein Bett, ne, eine kleine Couch, Tisch, Esstisch, wo man sich einfach schön hinsetzen kann, bequem sitzen kann, bequem wohnen kann. Und natürlich mein PC. Ne, den darf man natürlich trotz dessen nicht vergessen. Ne. Aber das würde ich auch fühlen so. Ne. Es muss nicht besonders groß sein. Ja, für den Anfang. Und dann irgendwann fängt man ein Haus. Ne. Wer weiß, Freunde, ob ich das noch erleben werde, ob ich es in diesem Leben noch erfüllen kann, diesen Traum. I don't know. I don't know. Man wird es nicht erfahren. Ne? Man muss dafür was tun. Ich tue zwar, aber so einfach ist das gar nicht. Meistens scheitert es am Geld, weil es nämlich sehr teuer ist, sowas. Ne? Und man muss es natürlich auch geplant haben. Ja? Also so einfach so wildlings drauf los ist halt auch nicht. Ne? Ich bin jetzt 34, also mal abwarten, was da noch passiert, was da noch kommt, was da noch geht. Mogli hat wieder Blätter. Mogli, pfui, nein. Weil das sind hier diese Blätter, die sind giftig. Nein, darauf soll er nicht rumkauen. Das schlägt auf den Magen, kriegt man nur Durchfall. Das Schild ist so ein bisschen doof, ne? Das ist ein bisschen nervig. Irgendwie. Ich setze euch mal hier rüber, weil wir haben noch gar nicht unsere Entspannungsrunde heute gemacht. Ich würde mal einfach sagen, wir machen jetzt einfach mal zum Schluss. Ja? Ich lehne mich zurück, halte die Kamera so fest und ihr lauscht einfach mal der Natur, hört zu und genießt das Ganze. Lehnt euch zurück und entspannt. Einfach mal so richtig schön entspannen. Augen schließen. Und die ganzen Geräusche, die uns stressen, die Gedanken, die uns stressen, einfach mal wegwerfen, vergessen und einfach nur lauschen und genießen.
einfach nur schön, Freunde, oder? Das tut einfach gut. Also mir tut das unheimlich gut. Ja, und das ist gerade so ein schönes Bild hier. Jetzt denke ich mal, was Mokli gerade macht. Der ist hier auf dem Stein. Ja, Mokli ist hier gerade auf dem Steinchen. So, ich würde einfach sagen, da der Weg zum Auto jetzt auch nicht mehr allzu weit ist und es hier gerade so ein schönes Örtchen ist, beende ich hier einfach das Video. Ich wünsche euch allen noch einen... Das wackelt immer, wenn Mokli da rennt, weil ich die Hand hier an der Kamera habe, damit ich die festhalten kann. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Restwoche, falls wir uns bei einem weiteren Video nicht sehen, weil ich weiß ja nie genau, wann ich Videos mache, ne? Mal so, mal so. Schauen wir mal, ob die Woche noch ein Video kommt. Ich weiß es noch nicht, wir werden sehen, ja. Wie gesagt, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Kommt gut ins Wochenende und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Spaziergang-Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen. Adios, amigos. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.